Hi Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Kartoffelcurry und es ist Alu Bhuna. Hier das Wort Alu bedeutet Kartoffeln und Bhuna ist eine Kochmethode, wobei sind die Sachen zusammen durch angebraten und ja, kommt noch einige Gewürze rein. So, ich hoffe, versucht ihr auch. So, jetzt zeige ich euch die Zutatenliste. 180 Gramm gekochte Kartoffeln, 80 Gramm Paprika, so vielleicht kann man hier grüne, rote oder gelbe Paprika nehmen. 50 Gramm rote Zwiebel, 1 Löffel Knoblauch, 1 Löffel Ingwer, 1 Zwiebel, 2 Tomaten, die habe ich hier püriert, 60 Gramm Joghurt, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1/2 Teelöffel Garam Masala, es ist eine Gewürzmischung und das Rezept ist auch auf meinem YouTube-Kanal, 1/2 Teelöffel Chili-Pulver oder je nach Geschmack, 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1 Teelöffel Boxhornkleeblätter, sie bringen einen besonderen Geschmack ins Curry, also versuch es online oder im Asialaden zu finden, ansonsten kann man es auch weglassen. 1/2 Teelöffel Korianderpulver und 1 Teelöffel Salz. So, zuerst bereiten wir eine Joghurt-Gewürzpasta zu, so dafür Chili-Pulver, Kurkuma-Pulver, Garam-Masala und Korianderpulver in Joghurt geben, alles gut vermischen. So, jetzt ist diese Pasta vorbereitet, dann fangen wir mit der Soße an. Dafür Öl erhitzen, Kreuzkümmel hinzugeben und kurz anrösten. Dann kommt Knoblauch, Ingwer rein. Und auch Zwiebel hinzufügen und weiter auf mittlerer Hitze für ca. 4 Minuten anbraten. Dann lassen wir die Hitze auf niedrige Stufe und diese Joghurt-Gewürzpasta hinzufügen und alles gut vermischen. Und langsam kommt davon das Öl raus, dann fügen wir die pürierte Tomaten rein. Dann fügen wir Salz hinzu und weiter diese Mischung auf mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten kochen lassen. Und jetzt ist es durchgekocht, sieht sehr gut aus und das Öl ist auch davon rausgekommen. Und dann fügen wir ca. 300 ml Wasser hinzu und weiter auf mittlerer Hitze ca. 10 Minuten kochen lassen. Die Soße ist nun fertig, wir braten die Gemüse an. Hier erhitze ich etwas Ghee in eine Pfanne. Ghee ist ja Butterschmalz. Wir können auch ein anderes Öl benutzen. Ich mag den Geschmack von Ghee sehr. So, dann fügen wir gekochte Kartoffeln, Paprika und rote Zwiebel hinzu. Dann bei mittelhöher Hitze für ca. 5 Minuten anbraten. Danach fügen wir Box- und Kleeblätter hinzu und weiter kurz anbraten. So, jetzt geben wir alles zusammen, so dafür die angebratenen Gemüse in diese Soße geben und dann auf mittlere Hitze für ca. 5 Minuten kochen lassen. Und wir sind fertig. Hier ist dieses leckere Alu Bhuna Curry. Ich esse es gerne mit Basmati Reis.
Basmati Rice Video ist auch auf meinem YouTube-Kanal und die Zutaten von diesem Curry steht unter in der Infobox. Damit habe ich auch hier Gurke Raita, es ist Gurke Joghurt Mischung und diese Kombination schmeckt zusammen sehr lecker. So bitte versucht mal und schreibt mir im Kommentar, wie schmeckt es euch und auch bitte meinen Kanal abonnieren und einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss!